Flow ist von einem amerikanischen Evolutionspsychologen als Konzept entwickelt worden, Csikszentmihalyi, ein relativ unaussprechlicher Name, und sagt, dass es möglich ist, jenseits von Überforderung und Langeweile praktisch in einen Zustand zu kommen, wo man bewegt wird, getanzt wird. Und dieses kreative Im-Moment-Sein ist eigentlich, was Flow ist. Und im Gegensatz zu einer Meditation, wo man praktisch eigentlich nur still sitzt, ist die Herausforderung, diesen Zustand der Präsenz mit Bewegung zu koordinieren. Also, dass du sozusagen schaust, was ist die richtige Bewegung für mich jetzt, und dem folgst. Und in gewisser Hinsicht deinen Raumanzug voll belebst. Also, und dann führt die Musik, ich habe eine Musik, die praktisch mit einem Freund zusammen aufgenommen habe und der heute Abend leider nicht hier sein kann, aber der dann durch den Prozess führt, die Musik. Und ich werde ein bisschen was zur Einführung sagen, um sozusagen mal anzukommen. Und ja, es geht um diese Präsenz und diese tänzerische, spielerische Möglichkeit, mit dieser Verkörperung zu spielen. Genau. Ich bin gespannt. Ja, doch. Wie gesagt, flowdance.com kann man mal schauen. Und ich habe mich da sehr philosophisch auch damit beschäftigt. Also die Fähigkeit, mal wahrzunehmen, als menschliches Wesen verkörpert zu sein. Zum Beispiel die Fünfgliedrigkeit der Hand. Also es gibt ja Lebewesen mit 3, mit 6 Fingern und so weiter. Also diese Verteilung mal, dass es in die fünf Ebenen ausstrahlt, der Finger, das mal wirklich so nachzuvollziehen und damit zu spielen. Und gleichzeitig, indem man sozusagen in die Bewegung kommt, aktivieren wir auch unsere neuronalen Netze. Beispiel bestimmte Mudras oder Handbewegungen führen zur Synchronisation der beiden Hemisphären. Und in dem Moment, wo praktisch Kreativität aktiviert wird und die in Echtzeit ausgedrückt wird, nämlich in der Bewegung, in der Bewegungskunst, also das Wesen des Tanzes, kommt man eigentlich, wenn man dem folgt und nicht irgendwie nach außen orientiert ist, kommt man eigentlich immer mehr in seine eigene Bewegung rein. Das kann auch eine ganz stille Bewegung sein, oder nur von Gesichtsmuskulatur. Es gibt praktisch keinen äußeren Rahmen, der praktisch Bewegungsformen zuschreibt. Und ja, das ist eine Gelegenheit, mal mit sich selber ins Spiel zu kommen. Genau. Ich wusste, das klingt interessant. Ja. Nee, also wie gesagt, auch philosophisch sehr interessant, weil in den meisten Fällen sind wir im Kopf und hören und so weiter, aber die Bewegung, wie man sich bewegt, auch das Bewusstsein, dass wir verkörperte Wesen sind, wie ist unsere Haltung, wo bin ich verspannt, wo kann ich beispielsweise durch eine bestimmte Bewegung vielleicht eine Verspannung auflösen. Also Wilhelm Reich hat von Körperpanzerungen gesprochen, also Verspannungen, die sich sozusagen durch Haltungen, durch Lebenserfahrungen und so weiter einfleischen in gewisser Hinsicht. Und das aber auch, man sieht ja manchmal, wenn einer gebückt geht und so weiter. Und dadurch, dass wir Bewegung nutzen, und zwar nicht eine Bewegung, die einem von außen aufoktroyiert wird, sondern die eigene Bewegung, die praktisch in der Lage ist, eine Verspannung zu spüren, also deinen Körper, und dann durch Bewegung, die richtige Bewegung, diese Verspannung aufzulösen. Das ist eine wunderbare Selbstkompetenz, um ja, Anspannungen, Verspannungen sozusagen aufzulösen und dann auch nicht nur dazustehen, sondern dann als nächster Schritt ins Spiel zu kommen und damit spielerisch zu werden. Das umfasst ja echt viel. Ja. Was man damit machen kann. Aber, ja. Heidegger, ein wichtiger Philosoph, hat von der Seinsvergessenheit gesprochen, also dass wir eigentlich immer nach außen orientiert sind oder nicht uns bewusst sind, dass wir ja sind. Das Bewusstsein ist ja anwesend, egal wie trüb oder wie weit das einem transparent ist. Und
gleichzeitig gilt auch eine Leibvergessenheit. Dadurch, dass wir sehr im Kopf sind, vergisst man oftmals, dass man verspannt sitzt oder so. Und ja, diese Haltung, wie stehe ich? Nur das Stehen, wie atme ich? Und wie schaffe ich das in gewisser Hinsicht selbstwirksam durch Bewegung in eine Vertikalität vorzukommen, eine Aufrichtung? Das ist eine Entsprechung zwischen der inneren Aufrichtung und der äußeren, der leiblichen. Und diese Verbindung zu kultivieren und letztlich auch zu feiern, spielerisch. Das ist der Sinn des Flowdance. Genau. Ja. Also wenn da mal im Internet recherchierst und das viel dazu finden, es hat Elemente des Trance-Tanz, ja, aber auch Authentic Movement, die fünf Rhythmen, von denen du schon mal gehört hast, wo einfach dann die Musik dann durch den Prozess führt. Dann wird auch nicht mehr gesprochen, sondern das ist nur der Einstieg und dann übernimmt praktisch die Musik die Führung. Genau. Ja. Schön. Du machst auch was in die Richtung? Tanz, Bewegung oder so? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Mhm. Ja. Ich komme aus Einzelhandel. Ah, ja. Aber dadurch, dass wir alle unseren Körper haben, sind wir damit schon mal notwendigerweise konfrontiert. Genau. Mhm. Du kannst auch mit Verspannungen und allem, das Fahrrad mit dem Jupiter zu kämpfen hat, ist das ja gerade eine gute Sache. Ja, ja. Und das kann man überall praktizieren. Also ich bin viel unterwegs und habe dann zum Beispiel Funkkopfhörer dabei. Das heißt in gewisser Hinsicht auch irgendwo in einem Hotelzimmer. Wenn man nur ein bisschen Bewegungsraum hat, um das umzuschmeißen, kann man, wenn man sich das erschlossen hat, aus einem vielleicht eher deprimierten, geknickten, verspannten Zustand innerhalb, je nachdem wie geübt man ist, von einer halben Stunde in einen ganz anderen Zustand kommen, eine ganz andere leibliche Wahrnehmung. Kopfbewusstsein. Genau, genau. Wir haben ja das Thema Bewusstsein. Und Bewusstsein hat verschiedene Inputs. Sozusagen das rein physisch-materielle ist dann das energetische, der energetische Fluss. Es ist das mentale, das ist dann auch das Denken. Deswegen ist es hilfreich, auch die Theorie dazu zu geben, dass in dem Moment, wo man dann ins Tanzen kommt, man nicht mehr mit Denken beschäftigt ist.